Hey Leute, es ist wieder Rocket-Zeit, allerdings geht es ganz stark auf die Zielgeraden zu. Es läuft jetzt der letzte Zyklus, die letzten 4 Wochen, noch 27 Tage, dann ist das Ding in diesem Jahr gelaufen. Also, ich wurde gerade erst wieder gefragt, lohnt es sich jetzt noch einzusteigen? Na sicher lohnt es sich. Über 55.000 Euro sind im Topf und es werden ja noch 7 Plätze vergeben. Also, da würde ich sagen, ran an den Speck in den nächsten 4 Wochen. Nochmal eine Woche rausgucken, in der ihr ein bisschen Gas gebt und dann habt ihr immer noch die Chance, im großen Finale im Januar dabei zu sein. So, erstes Spiel hier. Ich habe 3 Buben, das ist aber auch alles, was ansonsten ist die Karte nicht so beeindruckend und ja, da werden direkt die 4 Asse durchgezogen. Es kommt noch eine blanke 10. Kreuz Bube auch noch locker gewonnen mit 75 Augen. Ja, auch das ist jetzt eher noch nichts. Gestern war es soweit. Gestern war eine Monatsmission wieder. Ich habe geschaut und erfreulicherweise, es wurden auch Spieler belohnt, die sogar mitgespielt haben, obwohl sie schon qualifiziert haben. Also die ersten beiden Plätze haben quasi nur das Preisgeld eingesackt, denn sie hatten das Finalticket schon gelöst und die Plätze 3 bis 9, sind dann die weiteren Finalisten. Könnt ihr euch alles auch anschauen natürlich, online, skatinsel.de und dann Turnierergebnisse oder Rocket. Da ist das alles zu sehen. So, was haben wir jetzt hier? Ein Pik wird gespielt. Mein Partner, die Karo 10, die ist ja wohl hoffentlich nicht blank, sondern eher lang. So ist es auch. Und da schnappt der Alleinspieler auch das erste Mal zu. So, ich gehe hier schon rüber. Ich will ihn nicht von da nochmal kommen lassen mit Karo, denn ich habe ja keine besonders guten Abwürfe. Wir öffnen jetzt mal von hier erstmal Herz und schau an, da haben wir eine Stechfarbe gefunden. So, und jetzt wird sich zeigen, wenn es ein 5-Trümpfer ist, muss er zu den 4 Herzen ja noch ein Kreuz dabei haben und so ist es auch. Das bedeutet, es ist nur maximal ein 5-Trümpfer und dann würde ich sagen, lassen wir doch jetzt die Herz 10 auch nochmal abmelden und wenn dann Karo kommt, na, dann hätte ich die Herz 8 noch abschmeißen können. So ist es aber auch nicht schlimm, denn ich mache jetzt natürlich noch. Oh, der ist sogar interessanterweise mit der Kreuz 10 oben. So rum hat er ihn gedrückt. So, Trumpf 10 war weg, Trumpf Ass war weg. Ja, alles korrekt. Ich musste das nur noch mal gerade überprüfen. So, Karo König ist natürlich ein bisschen wenig. Wo ist jetzt das Karo Ass? Das wundert mich natürlich schon. Was hat Spieler 3 denn da gemacht? Kein Problem, wir haben sowieso gewonnen, aber interessant ist es dann doch. So, nicht dolle, aber in Vorhand mit den beiden Alten ist das natürlich schon mal ein Beleg. Da kann man mal ein wenig versuchen. So, zumindest Karo zweifach will ich mir nicht anschauen. Ich habe natürlich gute Chancen, ein Kreuz, den sechsten Trumpf oder ein Herz, den sechsten Trumpf zu finden. Und dann wäre es schon ein gutes Spiel. Aber hier kommt die Sprungreizung auf 36 und damit wäre ich dann schon festgelegt auf Kreuz. Das möchte ich dann lieber nicht, obwohl es natürlich klar war oder sehr wahrscheinlich, dass da jetzt Karo Hand bei rauskommt. Ja, fischen wir mal hier ein bisschen im Trüben. Ich würde sagen, Herz ist ein guter Start. Ja, Herz 10 wäre noch besser gewesen. 29, also aus dem Schneider werden wir schon mal kommen. Ich wechsle mal auf die nächste 10 zu dritt. Aha, diesmal haben wir gleich eine Stechfarbe gefunden. Und 33. So, Spieler logischerweise nur noch Pik in der Flosse. Gut, ich glaube nicht, dass wir es gewinnen können. Ich glaube, dass ich mal ruhig die Herz 10 anbieten kann. Pik möchte ich jetzt einfach hier nicht öffnen. Kann ja sein, hätte ja sein können, dass mein Partner das Pik Ass hat. Das ist aber nicht der Fall. Und auch ein Trumpfstich ist ihm wohl nicht mehr vergönnt, sodass wir hier also nur gut aus dem Schneider sind. Doch, da ist ihm noch ein Trumpfstich. Da ist ihm noch ein Trumpfstich vergönnt. Habe ich schon gar nicht mehr so richtig mit gerechnet. Ich konnte es aber auch sowieso nicht ändern und nichts mehr anders spielen. 60 Augen haben wir noch erreicht. Na siehst du. Jetzt hätte ich hier wieder die Chance, ein bisschen zu reizen, so bis 27. Aber mein Gebot verhallt. Es wird nicht gehört.
Die sind schon bei 36, die sind schon bei 40. Ich komme gar nicht zum Zuge hier mit meinem kleinen Gebot. So, der eine will wohl nur Revers, ja, alles klar. Und Vorhand, ja, schauen wir mal. Rang oder Kreuz, vielleicht auch ein Herz. Alles ist theoretisch möglich. Auf jeden Fall habe ich eine starke Gegenkarte. So, immer wieder die Frage, blankes Ass ziehen oder nicht? Spiele ich ihm da, ich ziehe es jetzt mal. Wenn ich ihm da was hochspiele, kann es natürlich auch passieren, aber ist tatsächlich nicht der Fall. Wenn er nun genau einen gehabt hätte, dann ärgert man sich sonst, wenn er den billig abschmeißen kann. Oha, das ist auch nur ein 5-Trümpfer. Er hat das Pik Ass dazwischen gezogen. Ich kann blank sein, aber ich vermute eher, dass es aus Ass 10 zu viert ist. Deswegen schmeiße ich hier jetzt den Pik König ab. Und ja, so war es auch. Ich vermute, er hat jetzt nur noch Pik und den letzten Trumpf, kriegt jetzt nichts mehr, hat aber mit 63 gewonnen. Ja, nicht zu ändern. So, wir sind Spiel 5. Ich habe noch gar nichts gemacht. Dann denke ich mal, Zeit hier mal zu testen, wie der Wind steht, mit so einem kleinen Springer-Gerang, Wenzelstürzer-Gerang. Okay. Na, so halbsteif, erst eine Hebereizung und dann nicht weiter können. Das ist ja wieder typisch. Ah, die Findung ist aber auch natürlich eklig. Also, das kann jetzt natürlich ganz übel nach hinten losgehen. Keine Verstärkung gefunden. Ja, sollten, wenn es geht, schon mal die Jungs verteilt sein. Das kann natürlich sein. Ja, sitzt also ganz artig die Karte, ne? Sehen wir hier gleich ein paar Herz vor mir. Gut, dann wird er hinten auch sehr wahrscheinlich den Kreuz Hand ohne eingereizt haben und ohne, denn ohne 3 wäre er wohl weitergegangen. Das heißt, da droht jetzt der Überstich. Ja, ist aber nichts zu verhindern. Ich meine, mit dem alten Stechen ist auch keine Option, dann kann ich gar nicht mehr gewinnen. Tja, jetzt wenigstens die Kreuz 10 im Blatt haben, ne? Gut, hilft nichts, mehr wird's nicht. Das Spiel kann ich nicht gewinnen. Zumindest bin ich aus dem Schneider und da ist Schluss. Gut, war ein Versuch, der ist nicht zu meinen Gunsten ausgegangen. Die anderen stehen ja auch nicht dolle. Dann versuchen wir jetzt mal, ob ich da wieder rangewackelt komme. Habe ich wenigstens meine Pflicht getan und auch den Jackpot wieder mit meinem Abreizgeld aufgefüllt. Und hier können wir doch auf jeden Fall 0 reizen. Ja, die Findung ist gar nicht schlecht. Da würde ich sagen, wir machen auch eher nicht den 0 draus, denn da müsste ich noch eine blanke 9 im Blatt halten, Karo oder das Pik Ass. Da machen wir jetzt mit dem Buben lieber den Kreuz draus. Der sieht doch nicht übel aus. Auch wenn 22 gereizt ist, hoffe ich mal, dass es da nicht direkt zum Verlust meines Pik Asses kommt. Das ist erstmal gut, den halten wir hoch an, dann kann keiner rüber, dann erstmal den letzten Trumpf kassieren und dann ist damit die Gefahr aus diesem Spiel auch schon raus. Da wird nochmal geschnippelt, okay, akzeptiere ich und tatsächlich Pik 10 blank, macht aber auch nichts, dann gibt es dafür den anderen vollen, raus sind sie auf jeden Fall. Und ich habe das Anschlussspiel. So, wie sieht es aus nach Spiel 6? 1 zu 1, 1 zu 1, 1 zu 1. Also nicht so viel passiert. Mein Spiel war vielleicht das Unnötigste, weil es so ein bisschen drauf stand, dass der schwer wird. Aber gut, ich wollte euch auch ein bisschen Show bieten und ich hatte Lust darauf zu testen, ob in diesem Turnier mal so eine Flocke funktioniert. Die ist aber gar nicht gegangen. Ja, und jetzt sieht es wieder aus wie ein lustiges Spiel. Sehr hohe Reizung, 48. Ich habe auch eine sehr lange Farbe in Herz. Kommt jetzt also darauf an, ob Vorhand Null Ouvert gereizt hat, dann kann es natürlich ein sehr starkes Spiel sein, aber er kann natürlich auch selber ein Grang oder was gereizt haben. Aber es sieht eher aus, als hätte er den
Karo ohne 3 oder was? Nö, dann wohl doch den 0 wäre gereizt. So. Ja, Pik abschmeißen ist. Nee, vielleicht. Ach du Elend. Vielleicht wollte ich gerade sagen, ist es eine Konstellation, in der der Pik-König bestellt einen Stich machen soll. Ist es aber nicht. Warum hat denn mein Partner jetzt, der Nasenbär, da mich mit dem Trumpf Ass so angeschmiert? Das habe ich ja auch nicht so richtig verstanden. Gut, er wollte wohl zeigen, dass der Mann trumpfstark ist, aber damit hat er mich kurz auf die 8-Trumpf-Fährte gelockt. So, wie auch immer, nächstes Spiel, das könnte doch jetzt mal wieder meins sein und das sieht ja ganz gut aus vom Ansatz. Drei Jungs, zwei Asse. Na, aber es gibt wieder Gegenwind, es gibt wieder Feuer. Allerdings doch, für 24 komme ich ran. Soll man sich da jetzt freuen? 24 ist ja schon wieder sehr verdächtig. Die Findung bescheiden, wie eh und je. Gut, drücken wir 4 Augen Herz und spielen den Kreuz. Mal gucken, wenn 5 Trumpf dagegen stehen, dann wird es natürlich ausgesprochen schwierig. Ja, ich denke, die Karte verrate ich hier gerne mal. Dafür bin ich dann die Herz-Lusche los und dann gucken wir mal tatsächlich 5 dagegen. Tatsächlich 5 dagegen, Abwurf Pik, das wird jetzt ja dann auch kaum zu gewinnen sein. Wie soll der stehen, damit ich den gewinne? Er wird natürlich tauchen. Er wird auch ein drittes Mal tauchen und dann kann ich nicht mehr mit Kreuz antreten, weil ich dann das Ass verliere. Aber da fliegt die dritte Pik-Lusche, das heißt Pik 10 ist blank und das ist natürlich eine kleine Chance, wenn er jetzt noch einen vollen stehen hat. Dann muss er ihn jetzt abschmeißen. Gut, dafür kriegt er meinen Trumpf Ass. Ich habe jetzt tatsächlich nicht genau mitgezählt. Irgendwie habe ich das Gefühl, das langt trotzdem nicht ganz. 59. Naja, immerhin noch einiges bekommen. Da verliere ich das Spiel tatsächlich, weil ich nicht das Trumpf Ass versteche. Du, ist das zu glauben? Da, auf die Idee soll man mal kommen. Dann darf ich gar nicht mehr Trumpf spielen, sondern muss direkt Pik spielen und dann Trumpf Dame raus. Bah, Mensch, du. Und was jetzt los hier? Spieler 2 hat den Tisch verlassen. Na toll. Bleibt mir Zeit, mich noch umso länger und intensiver mit dem letzten Spiel zu beschäftigen. Pik 10 blank, ja, war vielleicht die einzige Chance, man will es ja gar nicht so wahrhaben. Muss ich also direkt nach dem ersten Trumpf dann Pik Ass ziehen, die blanke 10 kassieren, Pik König, Pik Dame hinterher. Was ist das jetzt hier? Herz. Da ist, hat irgendwas geklemmt. Nee, so geht es natürlich nicht. So, was war der letzte Stich? Kreuz Ass gestochen. Okay. Ja, das war ein bisschen Technik. Kann auch mal vorkommen. So, und mein Partner wechselt auf Karo. Tja. Da haben wir ein wunderschönes Zwei-Farben-Spiel. Trumpf steht auch ganz glatt. Wahrscheinlich 7 Trümpfer. Nichts zu holen in Kreuz und Karo. Ja, 7 Trümpfer mit Pik Ass, 10 Dame. Der war natürlich gut und wird Schneider. So, und gucken wir uns das Elend an. Jetzt steht es aber kurz vor Schluss natürlich richtig finster. Dann muss ich jetzt also noch was versuchen. Die Karte gibt es her. Ein Spiel, was ich bis 0 Uhr jedenfalls reizen kann. Und ich krieg's für 24. Ja, die Jungs sind schon piefig. Die wollen dann auch sehen, was hier losgeht. So, bei 24. Jetzt noch den Null-Ouvert. Das ist das teuerste Spiel natürlich, aber mit der Herz 8 dabei und 2 gedrückt. Auch nicht ganz ohne. Der Kreuz sieht doch nach dieser schönen Findung besser aus. Wir bleiben mal versuchsweise so solide. Es können ja nicht jedes Mal alle Trümpfe dagegen stehen. So. 22er Reizung, 23er Reizung spricht eigentlich nichts dafür, dass jetzt ein Abstich in Herz droht. Deswegen
lasse ich doch hier erstmal die Karolusche fallen. So, Karo könnte natürlich frei sein. Nee, auch das ist nicht der Fall. Dann ist ja bisher alles ganz ordentlich gelaufen. Trumpf steht diesmal auch nicht zu fünft. Bup, bup. Das ist jetzt natürlich zu viel. Und ein Schneiderspiel. So, das kann, darf nur der Anfang gewesen sein. Ich brauche weitere Spiele, wenn ich da noch ankommen will. Den können wir ja zumindest auch wieder auf Kreuz oder Null reizen. Und jetzt sieht es eher wie ein Kreuzspiel aus. Mittelhand, Gegenreizung 20. Kann man auch mal auf die Idee kommen, so zu drücken. Dann Trumpf 10 verstechen und die beiden Asse durchkriegen. Oder ganz sauber drücken das Spiel. Aber ich glaube, ich komme zu kurz. Und ob Karo 10 läuft? Ich habe so das Gefühl, ich muss den heute mal so rumdrücken. 20 runter ist schon mal eine Hausnummer, das wissen die anderen nicht. Und dann nehmen wir natürlich erstmal raus. 35, Ass nach, 49. Jetzt brauchen wir an sich nur noch die Trumpf 10 und ein weiteres Bild. Klar, jetzt kommt erstmal Pik, aber jetzt kommt wahrscheinlich auch der letzte Pik. Das ist natürlich günstig. Da kann erstmal Herz Lusche fliegen. Okay, hinten kommt Karo Lusche. Karo stand 2-2, also wäre nicht nötig gewesen, aber egal. Und jetzt sacke ich hier meine Trumpf 10 ein, mache den Sack zu. Also das Spiel hätte ich dann, so wie er stand, wohl auf jedem Weg gewonnen. Jetzt habe ich so rum versucht. Hier war auch noch ein Bild über. Und damit bin ich ja jetzt immerhin nach diesem Kreuz ohne 5 nochmal ran. 118 und 206 ist der nächste. Also 38er Spiel, sagen wir mal ein 40er Spiel, dann habe ich Spieler 3 und ein 48er, dann habe ich Spieler 2. Also, ja, und dann schauen wir uns in diese Hand an. Gut, Herz 7 und 9, dann hätten wir 0 Ouvert, ne? Oder Pik 7 und 8, sowas in der Art. Aber es ist nicht besonders realistisch. Das sind 2 bis 3 bis 4 Findungen, die da zum Null-Ouvert helfen. Die Chance also circa so 1 zu 60. Das machen wir dann ausnahmsweise mal nicht. Da geben wir Spieler 3 auch nochmal die Chance. So, Kreuz, 4 Trumpf dagegen, immerhin. Ausspielen natürlich wieder nicht leicht. Und ich treffe genauso, wie ich natürlich nicht treffen wollte. Logischerweise wollte ich nicht unbedingt meinem Partner das Ass rausspielen. Und klar, jetzt kommt er auch noch mit Pik hinterher. Da sind gleich beide Pik-Vollen hinüber. Wäre in dem Fall natürlich Herz besser gewesen. Irgendwo muss man natürlich reingreifen. So, dann in Herz rüber. Den Stich werden wir wohl auch noch machen, aber es langt jetzt nicht mehr. Spieler gewinnt. Und damit haben wir hier zwar kein Spitzenergebnis, aber trotzdem zwei Sieger, nämlich Spieler 2 und Spieler 3, die hier locker die Meerjungfrau geschlagen haben. Einen habe ich hochgereizt, der war vielleicht nicht nötig. Bei einem standen die 5 Trümpfe mal wieder dagegen. Da hätte ich mit einem anderen Vortrag noch gewinnen können. Also irgendwie nicht so super inspiriert heute, nicht das große Bauchgefühl. Ich wollte mich heute hier einfach nur ein bisschen runterkommen nach einem anstrengenden Tag. Das ist wenigstens gelungen. Hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Hoffe, ihr greift jetzt auch nochmal an beim Rocket. Und ansonsten wünsche ich wie immer gut Blatt.